Das erste Bild, sehen Sie eigentlich den Cursor, den ich hier so rumführe? Ja, sehen wir. Super. Ja, so, das ist jetzt Fiktion, ja. Könnte man draufschauen und könnte sehen, wie groß und wie sieht die Schilddrüse so aus. Und wenn Sie jetzt einen Ultraschall machen, dann haben Sie jetzt ein Schnittbild. Das heißt, da ist draußen oben, ne? Hier ist die Haut, hier ist ein bisschen Unterhaut. Das Weiße hier ist die Faszie der Muskulatur. Das Dunkle hier, das ist die Muskulatur, die vorne ist. Und das hier, das Weiße, das ist jetzt die Schilddrüse. Und das ist eine Schilddrüse, die hat auch schon was gehabt. Also wenn Sie genauer hinschauen, wissen Sie, dass die schon entzündlich leicht verändert ist. Das macht jetzt aber nichts, weil es ein so schönes Bild ist. Das zeigt, dass Drüsengewebe normalerweise ein bisschen weißer im Ultraschall ist und dass Muskulatur ein bisschen dunkler ist. Ne? Das ist diese quergestreifte Muskulatur. Mhm. Hier in der Mitte habe ich dann die Spange von der Luftröhre oder vom Ringknorpel, je nach Höhe. Das ist die Verbindungsbrücke, die die Schilddrüse drüber macht. Hier habe ich Schallauslöschung. Und dann habe ich hier auf der Seite noch immer so schwarze Löcher, das sind die Halsschlagadern. Und zwischen der Halsschlagader und diesem Schatten von der Luftröhre, da finde ich dann immer die Schilddrüse. Das ist der rechte Lappen, das ist der linke Lappen. Gut, jetzt mal, das war die kurze Einleitung. Und dann habe ich sehr viele, das habe ich jetzt auch aus dem Netz entnommen, wo gesagt wird, so sieht die Schilddrüse aus. Ja, so sieht eine Schilddrüse aus, wenn sie schon die Hashimoto hatte und die ist abgeheilt oder fast abgeheilt. Das heißt, den meisten Menschen, die überhaupt Schilddrüsen-Ultraschall machen, die sehen das gar nicht. Aber wenn sie da tausende Fälle haben und die bei jedem einen Ultraschall machen und genau hinschauen, dann fällt ihnen hier zum Beispiel auf, dass die ja viel kleiner ist als im Bild vorher, dass die zusammengeschrumpft ist. Sie sehen zum Teil so streifige Strukturen drinnen. Sie sehen hier eine dunklere Zonen drinnen, die eben durch Entzündung entstehen. Das ist eine Auflockerung von dem Bindegewebe, da ist ein bisschen Entzündungswasser. Wenn das so gering ist wie hier ist, würde ich sagen, ist wahrscheinlich eine abgeheilte Schilddrüsenentzündung, sehr wahrscheinlich eine Hashimoto. Und jetzt wird es schon ein bisschen mehr im Prinzip Schatten und Nebel, weil das eine seit Jahren aktive Hashimoto ist. Und da muss ich Ihnen jetzt in Ruhe erklären, was wir hier sehen, damit Sie das überhaupt erkennen können. Mhm. Wir schauen von oben drauf. Wir haben hier die Faszie der Muskulatur und das ist Muskulatur und das ist Muskulatur. Und dieser Muskel, der ist ein bisschen weiter weg vom Entzündungsgeschehen, der ist nicht sehr beeinträchtigt. Aber der hier, ja, der sieht viel weißer aus und verwaschener in der Struktur. Und dann ist das hier, wo ich jetzt gerade bin, das ist die Schilddrüsenkapsel mal gewesen. Die ist nur als Schatten erkennbar. Die geht hier runter, aber hier wird sie wieder besser sichtbar. Das heißt, die ist hier total verklebt. Die Schilddrüse mit der Umgebung und hat hier drinnen eine riesige schwarze Zone, wo Entzündungswasser drin ist. Das ist auch hier da. Und überall hier sieht das gar nicht nach Schilddrüse aus. Und wenn ich weiter hier hintergehe, das gehört auch noch zum rechten Lappen dazu, da ist ganz viel Narbengebiet drin. Mhm. Das ist durch Hashimoto so veränderte Schilddrüse, wenn Sie jetzt dran zurückdenken, was wir vorhin gesehen haben, Sie sehen ja fast nichts mehr. Ja. Aber wenn Sie das Bild vor Augen haben, geht's. Und jetzt habe ich hier einen 3-Monats-Verlauf nach Massage, nach geringe Unterstützung mit Schilddrüsenextrakt, Vitamin D, Vitamin B12, was hat die noch gemacht? Bakterien, vor allem Escherichia coli genommen und Enterobacter, also so eine Fülle von Dünndarmbakterien. Ja, ich sehe jetzt schon ein deutlich besseres Bild. Ich sehe hier die Schilddrüsenkapsel, die jetzt hervorgetreten ist. Ich sehe hier, sieht der Muskel wieder ein bisschen mehr wie Muskel aus. Und es ist hier eine klare Grenze zwischen Schilddrüse und Muskel entstanden. Die schwarzen Gebiete hier haben sich deutlich vermindert. Die Schilddrüse ist jetzt auch nicht mehr so wie eine Kartoffel rund gequollen durch Entzündung, sondern sie kriegt wieder eine eckige Struktur. Sie ist von vorn bis hinten sichtbar. Also wir müssten die Bilder am besten nebeneinander legen. Aber das ist natürlich jetzt nach 3 Monaten schon eine sehr starke Regeneration. Und wenn wir jetzt ein Jahr später schauen, dann werden die dunklen Zonen verschwunden sein und sie wird irgendwann mal wieder völlig normal aussehen. Das erwarte ich. Und ich schaue mal,